Willkommen bei American Baker in Germany, wo die Zutaten deutsch sind und die Bäckerin Amerikanerin. Ich bin Michelle und heute machen wir ein Rezept für Red Velvet Kekse. Also meine Tochter liebt Red Velvet Kuchen, also roter Samtkuchen, und das ist wie roter Samtkuchen in Keksform. Also legen wir los. Fangen wir an mit unseren Zutaten. Wir brauchen 1/2 Cup oder 210 Gramm Mehl. 1/4 Cup oder 21 Gramm Kakaopulver, 1 Teelöffel Natron, 1 Prise Salz, 1/2 Cup oder 125 Gramm Butter, 3/4 Cup oder 150 Gramm brauner Zucker, 1/4 Cup oder 50 Gramm Zucker, 1 Ei, 2 Teelöffel Vanilleextrakt bzw. 2 Esslöffel Vanillezucker. Rote Lebensmittelfarbe, die optional ist. 1 Cup oder 180 Gramm gehackte weiße Schokolade. Wir fangen an, die Butter weich zu cremen. Dann die Zucker, Vanille, Natron, Salz und Ei dazu. Zusammenschlagen. Jetzt ist die beste Zeit, die Lebensmittelfarbe hinzuzufügen, wenn ihr sie benutzt. Versucht, so strahlend eine Farbe zu bekommen wie möglich. Dann Kakaopulver und Mehl dazu. Weiße Schokolade reinfalten. Ich fand es leichter, mit den Händen zu kombinieren. Löffeln oder in Bällen rollen auf einem belegten Backblech ca. 1 Esslöffel auf einmal. Meine 7-Jährige hat mir dabei geholfen. Backen bei 350 Grad Fahrenheit bzw. 180 Grad Celsius ca. 11 bis 13 Minuten. Diese Kekse sind wunderschön. Sie sind weich und schmecken nach Schokolade und Vanille. Meine Mädchen liebten sie. Sie sind perfekt für den Fan von roter Samtkuchen. Ich hoffe, ihr mögt das Rezept heute. Für mehr Rezepte und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakerinGermany.de.weebly.com. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonniert für mehr Rezepte.